Okay, danke. Gerne setzen. Gut, ein paar habt ihr gefunden. Und ihr kennt bestimmt alle Schnick, Schnack, Schnuck. Was fängst du da? Gibt's jemand, der Schnick, Schnack, Schnuck noch nie gespielt hat? Das ist diese Sache mit Schere, Stein, Papier. Der Pate. Wisst ihr, wer euer Pate denn ist? Ja, warum der Pate? Der übrigens kommt kurz zu mir. Weil wir müssen jetzt rausfinden, wer zuerst dran ist. Ja? Also, Schere, Stein, Papier, müssen wir das zeigen? Wir zeigen es einmal kurz. Du kannst es, oder? Genau. Ja, aber jetzt waren wir beide Schere, aber also unentschieden, ja? Noch einmal zum Zeigen. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, mit der Stein fällt rein. Achso, Schere, Stein, Papier habe ich gesagt, ne? Okay, okay, ohne Brunnen. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, wieder unentschieden. Also, ihr wisst, wie es geht? Ja? Es geht Schere, Stein, Papier. Und ihr findet dadurch jetzt raus, wer gewonnen hat, ist der Erste. Und was der Erste dann darf, sag ich euch gleich. Ja? Und der Zweite muss dann kurz warten, bis der Erste dran war. Aber erstmal jetzt einmal Schnick, Schnack, Schnuck. Einmal reicht uns, nur um das rauszufinden. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, schleift Schere. Das ist gedeint. Okay, also in dem Fall habe ich gewonnen. Gegen Sie, ja, meine Partnerin, gerade für den Moment. Ich darf mich ihr erst ganz kurz vorstellen. Ich darf ihr sagen, ich heiße, ich darf ihr in die Augen gucken. Und vielleicht noch sagen, was mich besonders inspiriert. Aber in einem Satz, nicht in 7 Sätzen, Viertelstunde oder so. Ja? Sondern in einem Satz, was inspiriert mich besonders an der Welt? Und das könnt ihr jetzt gegenseitig machen. Und dann dreht ihr einfach rum. Ne? Weil der Zweite möchte sich ja auch vorstellen und wissen, mit wem es dann, also will bekannt sein sozusagen. Ja? Das Alter ist bigger. Ja, aber jetzt mal. Ich darf dir die Augen gut das nicht. Ja, ich wollte diesen Workshop zur sozialen Dreigliederung hier anbieten, weil ich es wichtig finde, dass wir Ideen haben, mit denen wir positiv um die Welt gucken. Dass wir also wirklich aufhören zu sagen, es ist alles so schlecht und so schwierig und irgendwie wollen wir das so nicht. Wenn wir keine besseren Ideen haben, was wollen wir eigentlich? Oder diese Fähigkeit zu entwickeln, neue Ideen zu haben. Dann treten wir die auf der Stelle. Und ich habe mich eben ziemlich lange mit der Idee der sozialen Eingliederung beschäftigt, finde sie sehr, sehr fruchtbar, unter anderem darum, weil sie keine geschlossene Sache ist, sondern weil sie eigentlich nur versucht, Grundprinzipien aufzuzeigen und die Frage zu stellen, wer sind wir eigentlich als Menschen und von dort aus dann eben gemeinsam den Weg zu finden und einen Weg zu gehen, der uns alle gegenseitig einschließt und uns auch so anerkennt, wie wir als Menschen sind. Und das ist das, was ich gerne heute mit euch hier versuchen würde. Und dazu würde ich einfach ein bisschen was erzählen, aber mehr im Sinne von, wir sind in einem gemeinsamen Laboratorium, wie ihr jetzt schon herausgefunden habt, weil wir haben schon Beobachtungsmaterial jetzt gesammelt durch unser Tanzen und Bewegen und Singen. Und durch unser Entscheidungsspiel, mit dem wir zu der Entscheidung gekommen sind, wer darf zuerst in dem Fall. Und dann aber im Gespräch suchen und auch wirklich hören, wo sind eure Kernfragen oder was beschäftigt euch. Ja, weil das, und dann tasten wir uns vor und irgendwann ist unsere Zeit vorbei und dann gehen wir. Und wenn jemand schrecklich langweilig wird, dann darf er natürlich vorher gehen. Oder er sagt, können wir nicht mal dies und das angucken. Also immer bitte dazwischen reden. Dann gibt es noch was. Hat von euch jemand schon mal Karate, Aikido, Taekwondo oder sowas in der Art gemacht? Ja, ja, okay. Ich auch. Und ich bin bekannt dafür, dass ich ziemlich schnell und mitunter manchmal mag es sich auch ruppig anfühlen, obwohl das im Aikido nicht so sein soll. Auf jeden Fall gibt es dann immer eine Stelle, wo der Griff zu Ende ist sozusagen. Und der den Oke gemacht hat, also der sozusagen flachgelegt wurde, der klatscht dann ab.
der sagt dann, nee, stopp, hier ist Schluss. Du hast mich jetzt zu stramm gegriffen, hier muss Schluss sein, ja? Also bitte, wenn ihr das Gefühl habt, ich äußere mich zu stramm oder zu schnell oder zu unhöflich oder sowas, abklatschen und dann klären wir das hoffentlich. Oder dann ist klar, dass man den Gedanken neu ansetzen muss, um nicht jemanden zu überrennen, weil das kann nie das Ziel sein. Es kann immer nur das Ziel sein, dass wir uns verständigen und dass jeder seine Erlebnisse und Erfahrungen und Meinungen äußert, aber es kann nie das Ziel sein, dass einer den anderen irgendwie verrennt. Ja. Ich glaube, dass ganz, ganz viel davon abhängt, wie wir uns als Menschen selbst verstehen. Ich glaube sogar, dass damit eigentlich alles steht und fällt. Auch das, was wir denn als Gemeinschaft vollziehen. Und ich glaube und denke, darüber, wie ich mich selber verstehe, sollte niemand anders entscheiden als ich selber. Ja, also wenn ich jetzt mit euch Schnick, Schnack, Schnuck machen würde und ihr sagt, ja, der Mensch ist eben ein Tier und wenn du in Schnick, Schnack, Schnuck gewinnst, dann sagst du, der Mensch ist halt ein Tier, dann ist das unangemessen. Weil ich muss selber zu meiner Entscheidung kommen, wie will ich mich als Mensch auffassen. Ja, also diese Entscheidungsfindung über dieses Zufallsprinzip an dieser Stelle wäre absolut unangemessen, weil die Frage, was bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wie will ich mich selber verstehen, die fällt nur mir zu. Und den gleichen Freiraum muss ich natürlich jedem von euch lassen, dass ihr für euch selber herausfindet oder bewegt, wie will ich mich selber eigentlich verstehen als Mensch. Ja? Und ich finde das ein sehr frappantes Beispiel, weil vor gut 10 Jahren kam ein ungefähr so dickes Buch zur Geschichte der Menschheit heraus, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und der Autor beginnt so, dass sein erstes Kapitel heißt, ein ziemlich unauffälliges Tier. Und von wem redet er? Vom Menschen. Weil das ganze Buch geht über die Geschichte der Menschheit. Und es geht konsequent durch das ganze Buch, dass er immer sagt, der Mensch so wie andere Tiere. Ja, also er redet immer vom Mensch als Tier. Und er stellt gar nicht mehr die Frage, könnte das eine Frage sein? Will ich das vielleicht anders verstehen? Wie will ich eigentlich den Menschen verstehen? Sondern er hat sozusagen wirklich da die Schublade zugeklappt und sagt ganz konsequent von vorne bis hinten in seinem Buch, der Mensch so wie andere Tiere macht. Oder der Mensch, anders als andere Tiere, hat dann plötzlich. Und deswegen haben wir jetzt hier unsere komplexen Gesellschaften. Also ich glaube, das ist eine ganz große Kernfrage, wie verstehen wir uns selber als Menschen, die tatsächlich letztlich jeder nur selber beantworten kann. Man kann damit ins Gespräch kommen, man kann sich mit Freunden oder auch mit Leuten, mit denen man sonst nicht so viel gemeinsam hat, das mag dann sogar sehr spannend sein, darüber austauschen, wie will ich mich eigentlich selbst verstehen, wie verstehst du dich, warum verstehst du dich so, wie du verstehst, warum akzeptierst du zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die sagen, du bist ein Tier. Du bist zwar das höchste der Tiere, aber du bist ein Tier. Oder du bist sowieso überhaupt nur noch ein Algorithmus, weil das ist das Ergebnis, zu dem er kommt. Ein Tier ist ein Algorithmus, der Mensch ist ein Tier, also ist der Mensch ein Algorithmus. Das ist ein selbst sich erfüllendes Prinzip, das immer wieder nachläuft. Und an diesem Beispiel, dieser Frage, wollte ich gern deutlich machen, dass, also es kann nicht sinnvoll sein, dass wir darüber Schnick, Schnack, Schnuck machen und eben sagen, die eine Meinung ist, der Mensch ist ein Tier und die andere Meinung ist, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes und wer eben jetzt dann gewinnt bei Schnick, Schnack, Schnuck, der sagt eben, das ist so. Ja, also der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Alle Menschen sind ein Geschöpf Gottes, einfach so. Keine Ahnung, wie ich das verstehen soll, was er damit meint. Also diese eine Meinung praktisch über alle drüber gestülpt wird. Weil die Frage ist dann aus meiner Sicht eigentlich, also das führt jetzt tatsächlich direkt zur Dreigliederung dann, wie kommen wir zu einem Urteil? Ja.
Weil über diese Frage könnten wir auch nicht abstimmen. Also wir könnten auch nicht sagen, naja, wenn die Mehrheit von uns eben dafür ist, der Mensch ist ein Tier, dann sind wir eben ein Tier. Das ist auch ganz deutlich. Ja? Oder andersrum, der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, die Mehrheit ist dafür, also müssen das alle jetzt irgendwie eben so nehmen und schlucken. Also weder dieses Schnick-Schnack-Schluck-Prinzip, ich nenne das jetzt mal das Zufallsprinzip, noch das Abstimmungsprinzip ist geeignet, über diese besondere Frage, wie will ich mich eigentlich selber verstehen, zu einem Ergebnis zu führen. Das, ja, ich kann dann vielleicht gucken, was findet die Mehrheit und kann dann sagen, ja, ich orientiere mich an der Mehrheit oder so, aber ich bin damit noch nicht richtig irgendwie angekommen. Ja. Und wir können da auch keinen Konsens drüber finden. Also wir können auch nicht sagen, na, wir einigen uns halt mal jetzt. Ja, das ist also. Ja. Und es sind ganz spezifische Fragen, für die dieses Prinzip nicht funktioniert, sondern das Einzige, was funktioniert, ist, wenn ich selber zu einer Einsicht komme. Und um selber zu einer Einsicht zu kommen, muss ich überhaupt selber erstmal eine Frage haben und eine Initiative, diese Frage zu verfolgen. Ja, also kann ich das erleben, dass mir das eine Frage sein kann, wie will ich mich eigentlich selber verstehen? Ja. Und einfach nur so als Anregung sozusagen, schmeiße ich was in den Raum, weil das glaube ich, verfolgen wir jetzt nicht weiter. Vielleicht kommt es nachher in der Diskussion dann doch oder im Gespräch und dann können wir da gerne auch weitergehen. Nur so als einen kleinen halben Gedankenschritt sozusagen. Ich finde es sehr interessant, den Gedanken zu folgen, zu sagen, ja, auf der einen Seite habe ich was in mir, das hat tatsächlich eine tierische Qualität, das ist wie eine Basis oder so, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber was an mir, wo ich sagen muss, nein, das ist eindeutig nicht tierischer, das kann gar nicht tierischer Herkunft sein, weil ich kann Freiheit zum Beispiel gar nicht denken, wenn ich Tier sauber denke. Da gibt es eine Grenze, also wie will ich eigentlich Freiheit denken, wie will ich Freiheit verstehen? Das führt zu einer ganz anderen Qualität, die eben tatsächlich eine Grenze schafft zwischen, ich sage jetzt einfach mal, zwei Wesensarten. Ja. Aber das ist ein Feld, das könnten wir ziemlich vertiefen. Das war jetzt nur so ein bisschen, um es anzuregen und um deutlich zu machen. Es wäre so unendlich spannend, sich darüber zu unterhalten, sich auszutauschen. Ja, das ist aus der Position des Menschen, das du sagst, war nicht aus der Position von intelligenter Tiere. Ja, oder wie auch immer. Genau, aber ich bin ja auch ein Mensch. Also so gesehen, lasse ich das durchaus erstmal gelten. Und wie ich gerade sagte, es wäre sehr, sehr spannend, da reinzugehen. Ich würde es jetzt gerne nicht machen, weil wir ja auf die Dreigliederung hinaus wollen und das nur wieder ein Beobachtungselement für uns sein soll, um auf diese Idee der sozialen Dreigliederung zu gucken. Also es gibt dieses Motiv der Urteilsfindung durch Einsicht, das immer mit Initiative zu tun hat, das immer auf mir selber beruht. Und die Einsicht kann mir auch niemand abnehmen. Ich kann das sehen im Gespräch, ob jemand meine Idee auffasst oder ob der andere sieht, ob ich seine Idee ergriffen habe, wenn er spricht. Aber es kann mir niemand abnehmen, es kann mir auch niemand aufzwingen. Es kann mir auch niemand wegnehmen, wenn ich es einmal habe. Ja? Weil es durch meine Individualität nur geht. Das Prinzip der Urteilsfindung, der Einsicht. Was dann wirksam ist, eben für wissenschaftliche Fragen und für künstlerische Aktivität. Weil für meine Kunst muss niemand anders gerade stehen als ich, aber ich muss dafür gerade stehen. Ich muss dahinter stehen. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es nicht meine Kunst oder ich bin noch nicht ganz zu meinem Stil durchgedrungen oder wie auch immer. Ja, das ist das eine Gebiet. Die eine Art der Urteilsfindung, die mir als Mensch, die uns als Menschen zur Verfügung steht. Das zweite ist, hatten wir jetzt schon angesprochen, es gibt bestimmte Fragestellungen, das habe ich mal Zettel leider mitgenommen, mein Programmheft. Aber ist euch aufgefallen, dass wir hier Regeln haben auf dem Campus, sowohl diesseits als auch jenseits der Straße gibt es Regeln. Man könnte also auch sagen Gesetze. Da steht nämlich drin, dass Jugendliche zu dem und dem Alter dann und dann drüben sich nicht mehr aufhalten dürfen, sondern nur hier. Wenn sie ein bisschen älter sind, dürfen sie länger, dann müssen sie zurück. Dann müssen sie aber noch einen Zettel von der Mutter haben oder von den Eltern. Und die noch Älteren dürfen noch länger bleiben, müssen dann aber auch zurück, ich glaube um 24 Uhr oder so ähnlich. Ja?
Also es gibt bestimmte Regeln, die für uns als Gemeinschaft gelten. In dem Fall sind sie aufgestellt durch den Veranstalter. Wenn wir hier länger leben würden als Dorf, sage ich jetzt mal, ja, dann mag es Leute geben, die Frage aufwerfen, sind denn diese Regeln so sinnvoll oder können wir das mal bewegen als Gemeinschaft und dann darüber eine Entscheidung finden. Und jetzt kann ich dann natürlich aufstehen und sagen, ha, ich habe das Einsichtsprinzip. Ich weiß, dass alle Jugendlichen bis 18, die sollten wirklich um 10 Uhr im Bett sein und schlafen. Das ist einfach, ich weiß, das ist gut so, weil ich bin Pädagoge und die sollten das eben tun. Und deswegen akkreditiere ich jetzt, alle Jugendlichen bis 18 Jahren sollten um 10 Uhr nicht nur da drüben nicht mehr sein, sondern im Bett. Und dann merkt ihr sofort, nee, okay, das ist heutzutage auch nicht ganz angemessen. Ja, das kann nicht sinnvoll sein, dass ich sage, ich habe eine Einsicht, die gilt für alle. Ja, sondern da, wo es um unsere Regeln geht, wäre dann das Prinzip sinnvoll zu sagen, okay, wir arrangieren einen Abstimmungsmodus, sodass wir wirklich gleiche Stimmen haben und uns dann gemeinsam die Regeln geben, nach denen wir das Zusammenleben hier organisieren wollen oder dafür sorgen wollen, dass eben zum Beispiel die, die mehr Ruhe wollen, die Ruhe auch haben können und die anderen, die mehr Party wollen, die Party auch haben können. Und irgendwo wird man manchmal Kompromisse machen müssen. Und die können wir finden dadurch, dass wir sagen, okay, wir wenden das Abstimmungsprinzip an für Urteile und eben da möglichst nahe zu kommen an einen guten, lebbaren Zustand. Ja. Selbstverständlich steht uns nicht im Weg, kreative Ideen zu haben, wie man das jetzt dann löst. Aber letzten Endes müssen wir ja zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Weil wenn wir das nicht tun, dann leben wir immer mit der Entscheidung der Stärkeren oder der Rücksichtsloseren oder wie auch immer. Aber es ist dann nicht eine letzten Endes sozial gemeinsam verträgliche Entscheidung. Das wäre also ein zweites Prinzip, das für einen zweiten Lebensbereich eben sinnvoll ist, aber wie wir vorher gemerkt haben, für diesen ersten Lebensbereich nicht sinnvoll ist. Weil wir nicht darüber abstimmen können, nach welchen Gesetzen oder welchen Bewegungen oder so Bäume zum Beispiel wachsen. Ja, sondern der Frage, kann ich mich nur alleine zuwenden, und kann dann zu einer Einsicht kommen, wie dieser Wachstumsprozess eigentlich geschieht. Aber wir können nicht darüber abstimmen, ob sie so und so wachsen oder nicht. Sondern es muss immer durch die einzelne Einsicht gehen, wenn es mit einer Erkenntnis oder mit einer Kreation einer Kunst zu tun hat. Während diese Gesetze, die wir uns geben, berücksichtigen sinnvollerweise die Wünsche, die Bedürfnisse von jedem von uns. Und dann ist ein drittes Prinzip sinnvoll an wieder einer anderen Stelle. Und zwar dort, wo es darum geht, dass wir unsere Bedürfnisse, Grundbedürfnisse beantworten. Also nehmen wir das Beispiel der Ernährung, Soladis, solidarische Landwirtschaft, das ist was im Moment recht verbreitet und bekannt ist und auch eine schöne Erfindung, glaube ich jedenfalls. Aber es taucht dann die Frage auf, also Soladi ist eine Landwirtschaft, eine Gärtnerei mit einem Umkreis, der sich verbindlich zu dieser spezifischen Gärtnerei zum Beispiel jetzt sozusagen bekennt und sagt, erstens, wir wollen von dort unser Gemüse beziehen und zweitens, wir verbinden uns so damit, dass wir im Vorhinein dem Gärtner die Lebensmöglichkeit stiften, dass er da tatsächlich arbeiten kann. Das kann finanziell sein, es kann aber auch eigene Mitarbeit sein, durch die man dann mitträgt. Meistens ist es beides heutzutage, da ist das Spektrum ist ein bisschen weit. Aber in so einer Soladi könnte jetzt die Frage auftreten, erstens, wie viele Kartoffeln brauchen wir, damit wir alle genug Kartoffeln für den Winter haben? Das ist schon mal eine spannende Frage. Weiß ich eigentlich, wie viele Kartoffeln ich brauche, um über den Winter zu kommen? Ich muss gestehen, im Moment weiß ich es noch nicht, weil ich zu jung dazugekommen bin und bisher meine Kartoffeln immer irgendwo im Laden gekauft habe und nie mal aufgeschrieben habe, wie viel brauche ich eigentlich für einen Winter. Aber wenn ich jetzt in der Soladi bin, dann will ich ja gemeinsam planen, wie viele Kartoffeln brauchen wir. Dann muss ich ja wissen, wie viel brauche ich eigentlich. Ich brauche irgendwie
einen besseren Erfahrungswert, als ich bis jetzt habe. Ich kann dann andere fragen, wie viel brauchst du eigentlich jetzt im letzten Winter? Weil du bist schon länger dabei und dann sagt er mir so und so. Und dann frage ich ja, isst du eigentlich Kartoffeln wahnsinnig gerne? Und dann sagt er, ja, nehme ich so sehr gerne. Und dann, ja, aber ich esse sie wahnsinnig gerne. Brauche ich dann doppelt so viele? Oder wie auch immer. Also diese Art von Fragen, ja. Und zum Beispiel dann andersrum auch die Frage, wann sollen eigentlich die Kartoffeln in die Erde? Könnte ja sein, dass die Mehrheit findet, Kartoffeln sind gerade alle, wir sind mitten im November, unbedingt jetzt Kartoffeln stecken. Ja, die Mehrheit sagt, wir brauchen jetzt Kartoffeln, Kartoffeln stecken im November. Was passiert? Wir haben nächstes Jahr keine einzige Kartoffel, weil wir unsere Kartoffeln alle, also unsere Steckkartoffeln, alle jetzt in die Erde getan haben. Die überleben den Winter natürlich nicht, was der Gärtner weiß, aber er ist nicht durchgekommen mit seiner Stimme, weil er eben alleine war, der Einzige war, der das wusste. Ja? Also ist auch hier deutlich, das Abstimmungsprinzip wäre absolut schädlich, wenn wir das hier anwenden würden. Ja. Und gleichzeitig ist das natürlich berechtigt, wenn die Leute sagen, da sind keine Kartoffeln mehr, wir brauchen Kartoffeln. Und der Gärtner dann antwortet, ich mache euch gerne so schnell wie möglich, aber um Himmels Willen nicht jetzt. Ja? Also wir müssen zu einem Konsens kommen, zu einer Verständigung darüber, auch wie lösen wir diese Zeit, bis dann wieder Kartoffeln da sind zum Beispiel. Ja, und das ist jetzt auch nur ein Beispiel, dass ich so ein bisschen aus der Luft greife. Vielleicht in Klammern an der Stelle, mit Konsens meine ich jetzt nicht den Konsens, über den gerade in der Basis viel gesprochen wird. Ja, nur um das ganz deutlich zu machen, falls Menschen jetzt in der Basis aktiv sind, da gibt es eine bestimmte formelle Form der Konsensfindung und die meine ich jetzt nicht direkt. Es kann sein, dass sich das deckt. Aber bitte das jetzt nicht 1:1 nehmen, sondern mit Konsens meine ich, wir müssen uns gemeinsam darüber verständigen, wie wir zu der richtigen Anzahl Turnschuhe kommen, wie wir zu der richtigen Anzahl T-Shirts kommen, zu der richtigen Anzahl Kartoffeln und was auch immer wir brauchen, um auf der Erde gut zu leben. Also da wäre, so wie ich Steiner verstehe, mit der Dreigliederung, das Konsensprinzip, das absolut sinnvolle und fruchtbare. Wir bräuchten also eine Instanz, am besten wohl sowas, wie man schon in anderen Bereichen gedacht hat, dass wir Weise oder Fachleute zu einer Instanz übergeordneten, ohne eigene politischen oder Machtinteressen haben, die über dem stehen, die entscheiden, in welche Kategorie das jeweilige gesellschaftspolitische Thema fällt. Und wenn das entschieden ist, dann gibt man das eine dem demokratischen Prozess, das andere übergibt man dem Spezialistenprozess, als was in irgendeinem Mischding dazwischen. Dann, da wäre ja, aber, ich dachte, das ist ungefähr das Thema, das in die Richtung, wo es geht. Ich versuche das mal aufzugreifen und dann meine Anschrift aufzumachen und dann könnten wir einfach mal gucken, nachfragen und besprechen, aber ich versuche das nochmal aufzunehmen, ja. Und ich würde sehr klar mindestens mal Jein sagen. die Begriffe, die Steiner da dann ausbildet, ist, dass er sagt, durch das Urteilsprinzip, das wir anwenden, kommen wir zu verschiedenen Ergebnissen. Also durch das Urteil der Einsicht kommen wir zu einer Erkenntnis oder zu einem kreativen Produkt, einer Kreation, was auch immer das sein mag. Aber da kann nur die Einsicht funktionieren, weil wir können da nicht drüber abstimmen, wir können auch keinen Konsens drüber finden, wie wir es machen wollen. Sondern es muss eine Begegnung sein, in der ich mit meinen Mittheaterleuten dann zu unserer Produktion komme, weil wir im Prozess sind, weil wir zusammen was völlig Neues schöpfen. Und nicht, wir können da nicht drüber abstimmen, weil das an der Stelle einfach schief ist, wenn wir darüber abstimmen würden, zum Beispiel, ob jetzt das Gesetz der Schwerkraft gilt oder nicht, da muss man drüber forschen, da muss man nicht drüber abstimmen. Und da muss man eben selber zur Einsicht kommen. Und noch interessanter ist natürlich, ob das Gesetz der Levitation gilt. Wie erheben sich eigentlich die Pflanzen vom Boden nach oben? Ja, wie will ich das denn eigentlich verstehen? Weil es geht nicht auf, wenn ich sage, es drückt halt durch den osmotischen Druck von unten, bis der Baum so groß ist, wie er ist. Ja, das ist nicht denkbar. Aber durch diesen Prozess muss ich alleine gehen. Also da muss ich mich durchringen. Dann kann ich natürlich jemanden fragen, der da schon sich mit beschäftigt hat und bei dem was lernen. Aber letzten Endes, ob ich ihn verstehe oder nicht,
das hängt an meiner Initiative, an meinem inneren Tätigsein. Also das wäre das eine Prinzip, die Einsicht, die zu einer Erkenntnis oder zu einer kreativen Schöpfung führt. Würde gelten, gesellschaftlich gesehen, eben für alles, was Wissenschaft ist, für alles, was Kunst ist, für alles, was Religion betrifft. Das zweite Prinzip wäre eben das der Abstimmung. Eine Abstimmung führt zu einem Gesetz. Was ist die Qualität eines Gesetzes? Die Qualität eines Gesetzes sollte günstigerweise sein, dass es sich auf eine Eventualität bezieht. Also, dass wir eben nicht sagen, alle Jugendlichen müssen um 10 im Bett sein, sondern wenn folgende Situation eintritt, dann sollte der Jugendliche bitte sich in sein Bett begeben. Ja, also wenn was weiß ich passiert. Ja, aber es bezieht sich auf jeden Fall auf eine Eventualität und nicht auf eine Anweisung. Und das ist dann ganz klar natürlich dieser Bereich der gemeinsamen Absprachen, der rechtlichen Frage, wo diese drei Organe oder wie man sie nennen will, eben der Legislative, der Judikative und der Exekutive dann wirksam sind. Und der dritte Bereich, der des Konsenses, bezieht sich auf alles, was wir schaffen, was wir schöpfen, jetzt in wirtschaftlichem Sinn. Was gehört zur Wirtschaft? Das, was wir hervorbringen und das, was wir verbrauchen, nichts anderes. Ja, also das Hervorbringen dieser Bänke zum Beispiel und das Verbrauchen dieser Bänke, das hoffentlich wahrscheinlich viele Jahre dauern wird, wenn nicht jemand da plötzlich die Säge ansetzt, das gehört in diesen wirtschaftlichen Bereich. Und dort wäre die entsprechende gesellschaftliche Gestaltung dann die Assoziation. Also das Zusammenkommen von denen, die diese Bänke hervorbringen und von denen, die diese Bänke brauchen, oder um es sozusagen in eine kürzere Sequenz zu kriegen, denen, die die Brötchen backen und denen, die die Brötchen verzehren und die sich dann darüber verständigen, wie viel Brötchen welcher Art brauchen wir eigentlich wann, um mit möglichst wenig Verlusten möglichst jedes Bedürfnis auch zu erfüllen. Also Verlusten im Sinne von, wir haben nicht zu viel Brötchen, wir haben auch nicht zu viel Energie verwendet, auch was, die wir woanders eigentlich besser verwenden könnten oder würden. Das wäre jetzt also die Antwort sozusagen auf deine Frage. Es gibt nicht eine übergeordnete Instanz, sondern aus der Sache selbst ergibt sich, in welchem Lebensbereich fällt sie eigentlich. Ja, also diese wirtschaftlichen Fragen fallen eben in dem Bereich, wo wir uns zusammentun, als Assoziation oder welchen Namen wir dem dann auch immer geben wollen, wo die sich treffen, die eine Sache produzieren, hervorbringen und die es verbrauchen und dann die dazwischen vermitteln, also die Brötchen letzten Endes dahin bringen, wo sie erworben werden können oder wo sie dann verzehrt werden können. Ich mache hier mal einen Schnitt, bevor ich aufklappe, und wir gucken mal, ob es noch Fragen oder Aussagen oder Beobachtungen oder andere Verständnisse gibt, annehmend, dass jemand sich schon auch mit der Idee der Dreigliederung hat oder so. Oder auch Verständnisfragen nochmal zu dem, was ich gesagt habe. Wenn wir jetzt mit der Wissenschaft, das ist für mich schnelle Erkenntnis, dass ich dann nur selber ein Urteil fällen kann. Aber wenn ich jetzt mit Menschen mit Nähewelt, die auf diese Beobachtung haben, kann ich auch durch ihre Beobachtung lernen, vielleicht haben sie einen anderen Standpunkt, einen anderen Blickwinkel darauf, was sie beobachten. Also, was der Einstellung schon gesagt hat, wenn ich ein Experiment mit irgendwas eingehe und jemand kommt in den Raum, hat er eine andere Verbindung zu dem Experiment, weil ich schon angefangen habe und wahrscheinlich schon zu anderen Erkenntnis durch. Und da habe ich dich so verstanden, dass ich das nur in mir fühlen kann, aber nicht, dass du abgestimmt kannst. Das ist so, habe ich dich verstanden. Daher kommt in mir ein Zwiespalt. Und weil ich denke, dass, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, zusammensetze, hier im Kreis und mich darüber austausche, komme ich eher zu der Erkenntnis, als wenn ich nur alleine dieser Sache nachgehe. Weil jeder hat ja eine Begabung, irgendwas zu sehen, zu wertschätzen. Und auch zu beurteilen. Und manchmal bin ich ja so fest in meinen Gedanken, weil ich das möchte, dass das rauskommt, aber der andere sagt, nee, ist ja. Und ich gehe den falschen Weg und deswegen meinte ich,
Barbie. Ja, das würde ich den Grund stellen. Dass wir dann darüber keinen Konsens finden können oder dass ich nur den selber erkennen muss. Wie ich den betrachte, ja, aber um zum Ziel zu kommen, denke ich, brauche ich die anderen Menschen um größere Sicht, größere Bewusstsein zu haben und größere Verständnis zu haben, was da gerade passiert. Mhm. Und das ist wie Beispiel mit den Kartoffeln. Na, da, wenn ich schon mal gemacht habe, kann ich darüber urteilen. Dann kann ich mein Erleben und einbringen in die Gruppe. Und dann, ja, okay, wenn ich dann selber weiß, okay, pass auf, der ist Gärtner, dann sagt er irgendwas in mir, hör mal lieber ihm zu als dem Mechaniker, weil der weiß ja, bevor nachher dann. Würde ich genauso bestätigen und sagen, dann habe ich mich sozusagen nicht gut ausgedrückt. Weil mit alleine meine ich nur, selbst wenn ich in dem Kreis sitze, ja, der natürlich inspirierend ist und befruchtend ist, ja, deswegen reden wir ja miteinander als Menschen, weil jemand anders was anderes sieht als ich, ja, und dadurch mir was sichtbar wird, was vorher für mich vielleicht verborgen war, ist es trotzdem so, dass den Gedanken, den ich fasse, den kann ich eben nur selber fassen, den kann niemand anders für mich fassen, ja. Also ob ich das dann so sehen kann, wie der andere es mir heranträgt, das liegt dann immer noch an mir. Ja, und in diesem Sinne meinte ich, ich kann es nur alleine, aber nicht im Sinne, nicht im Sinne vom Weg. Und ich würde auch niemals sagen, dass es falsch oder unsinnig wäre oder so. Beziehungsweise das ist sozusagen dann das nächste Stück in diesem Gedanken. Natürlich kann ich, wenn ich selber jetzt anfange, mich für Bäume zum Beispiel oder für Pflanzenwachstumsprozesse zu interessieren, kann ich natürlich zu jemand gehen, wo ich sage, ah, der arbeitet da schon lange mit oder der hat sich da schon rein vertieft und der hat irgendwie mein Vertrauen gewonnen, dass ich bei ihm was lernen kann. Also gehe ich zu ihm und frage ihn, wie kann ich denn das verstehen, dass die Pflanzen sich alle von der Erde erheben und nicht nur komplett unter dem Boden wachsen, weil der Schwerkraft folgend müssten die doch eigentlich nur nach unten wachsen. Was ist denn da los? Und dann wird dem mir was zum Nachdenken geben. Und wenn es ein richtig guter Lehrer ist, dann wird er mir überhaupt nur eine Frage geben. Und die kann ich dann bewegen und dann komme ich wohin. Ja, aber es liegt immer an mir, dass ich es mache. Und in diesem Sinn meinte ich, es geht nur alleine oder es geht nur durchs Individuum. Genau. Aber das heißt nicht, dass das Gespräch oder die Begegnung keine Rolle spielt. Ja. Und die Grenzen sind ja fließend. Es gibt doch bestimmt auch Leute, die der Meinung sind, Themen wie Corona oder so können nur Experten entscheiden und andere, dass nicht der Meinung gewesen wäre, wäre besser mal das ganze Volk zu befragen. Also das ist eine Frage des eigenen persönlichen Standpunkts. Ich gehe jetzt davon aus, dass es eher das Thema ist, wie kommen wir in die Entscheidung und in die Handlung, überhaupt gesellschaftlich oder geht es jetzt nur um individuell persönlichen Rezess? Es geht um die Frage der Gesellschaftsgestaltung für uns. Ja. Wie können wir unsere Gesellschaft so gestalten, dass sie als Ganze fruchtbar ist? Ja. Da fand ich die Aufteilung sehr interessant. Also, in den ersten Bereich, den er jetzt auch noch angesprochen hat, die existenziellen Themen, die Religion, sexuelle Ausrichtung, was für ein Geschlecht bin ich, warum gibt es, wo ich, was soll ich hier und so weiter. Und das sagt dann, da hat keiner meint, oh, kann ich dich gerne informieren und wird an einem Austausch, aber letzte Instanz gerade selber geschreckt. Da gibt es die Instanz, die du meintest mit dem Bäckermeister oder dem Landwirt, der besser Bescheid weiß als alle anderen. Das ist dann der Fachmann. Ja, das ist die Expertise, die da entscheidet. Das ist das andere, wo man sich, wo der Entscheidungsspielraum ist, wo persönliche Erfahrungen eines jeder einzählen, ins Gewicht fallen. Und da gibt es dann eine Diktatur der Demokratie, der Mehrheit. Also, wann entscheidet man sich denn zum Beispiel? Deshalb meinte ich vorhin, dann muss es ja eigentlich eine übergeordnete Instanz geben, wie gesagt, in der Gesellschaft nicht. Und man sagt, okay, das kann man nicht gemeinschaftlich kehren, das ist deine Angelegenheit, mach das so selber. Es gibt hier Medien und Leute, zu denen du gehen kannst und denen du dich austauschen kannst. Hier
kannst du schlichtweg nicht mitreden, da musst du Atomphysik studiert haben oder wir können jetzt nicht abstimmen, wie viel Sitz wir die Rakete zum Mars einbauen oder solche Leute, da können wir Leute, die das ausrechnen können. Und hier können wir uns entscheiden, wie wollen wir das Geld sustainieren, über die Demokratie beschreibt, da können wir alle gemeinsam was machen. Ist das so ungefähr die Aufteilung, wie du die meinst? Habe ich das richtig? Würde ich erstmal ja sagen. Also so, wenn ich, soweit ich sie verstanden habe, was ich ergänzen würde, ist, dass es in dieser Frage, wo dieses Konsensprinzip sinnvoll ist, oder in dem Bereich, wo das Konsensprinzip sinnvoll ist, dass da zwei ganz unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen. Nämlich einmal die des Fachmanns, und die hast du jetzt immer erwähnt, und deswegen trat es das auf. Und einmal die dessen, der Bedürfnisse hat. Ja, also der Bäcker weiß eben, wie lange die Brötchen im Ofen sein sollen, damit die dann gut sind. Aber wie viele Brötchen wir in unserem Stadtviertel brauchen oder so, da kann er Erfahrungswerte drüber sammeln. Ne? Letzten Endes entsteht es aber eben, ist es eine Art Gespräch. Ja? Also es gibt das Bedürfnis, dass ich auf der Konsumentenseite, als Konsument trage ich das Bedürfnis vor, und der Fachmann sagt, ja okay, das können wir hinkriegen mit unseren Mitteln oder wir können es nicht hinkriegen oder wir müssen das und das berücksichtigen, damit wir es hinkriegen. Also wir brauchen eine gewisse Menge Energie, damit wir den Ofen für die Brötchen so heizen können. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir die auch haben. Also das ist ein Aufeinandertreffen von zwei polaren Situationen eigentlich. Hier kommt in unserer Gesellschaft dann der Politiker ins Spiel, der das praktisch abwägt. Und wenn er funktioniert, die besten Wissen und Gewissen die optimale Quintessenz da. Ja, aber es wäre eben die Frage, warum dann nicht so, dass wir tatsächlich dem, der es hervorbringen kann, den Produzenten, und dem, der es verbraucht, den Konsumenten, zusammen an einen Tisch setzen, um das zu besprechen. Das heißt natürlich nicht, dass jeder jetzt überall immer dabei sitzt. Ne? Weil letzten Endes macht das absolut Sinn zu delegieren, und ich will auch gar nicht überall dabei sitzen, ja? Weil ich möchte auch schöne andere Sachen machen. Aber vom Prinzip her eben tatsächlich den, der es hervorbringen kann, und den, der es verbrauchen will, zusammensetzen mit dem Dritten, der dann dazwischen vermittelt, der eben genau diese Vermittlungsrolle hat. Ne? Im Moment fällt das zum Teil in die Politik, weil wir es da irgendwie hinschieben. Es ist aber ein Lebensbereich, der eigentlich ein ganz eigener ist, wo die Politik gar nichts drin zu suchen hat. Ne? Wo wir uns eben in der Assoziation, um den Begriff Steiners zu verwenden, drüber verständigen können. Die Mediation würde da eine ganz große Rolle spielen, ganz genau. No. Ja. Du hast ja auch Selbstverantwortung, das tun, also selbst die Antwort zu finden, und das ist immer absolut. Bei dir tendieren aber zu absolut. Text stehe ich eh nicht, dann wissen es die anderen besser. Aber wir werden ja so verwirrt, auch Naturphysik oder was auch immer, ich arbeite in dem Bereich, das wird absichtlich so dargestellt, dass du denkst, das verstehe ich ja eh nicht. Aber die Kunst wäre es ja wieder einfach, auch im Bildungssystem zu erklären, damit jeder das Gefühl hat, ah, habe ich verstanden, kann ich was mit anfangen. Kann ich mit und weiterdenken. Ist dann die Frage der Effizienz. Wie aufwendig ist es, jeden daran zu beteiligen, und wie wahrscheinlich ist es, dass dadurch dann andere Entscheidungen gefällt werden? Oder manche Dinge sind halt im Voraus klar, also wie die Gravitation, wenn man nicht hoch. Ja, aber eben komplexer ist die Frage der Levitation. Ja, da, also da merkt man gleich, wenn ich zur Gravitation die Levitation dazu tue, ah, okay, das ist eigentlich eine spannende Frage, weil wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht durch Gravitationsgesetze erklären, wie das Blatt auf den Baum kommt oder der Apfel. Ja? Und da berühre ich dann, also da merke ich gleich, okay, da berühre ich ein Feld, wo mir irgendwie eine Frage aufgeht. Während bei so einer Sache wie der Gravitation, da haben wir so viel Lebenserfahrung damit, dass das tatsächlich einmal in Frage stellen wird, sondern es fällt eben in das Glas und zerschellt und schwebt bis 14 nach oben. Würde ich einfach mal aufklappen, sozusagen als Gedächtnishilfe auf. Ich habe versucht, das ein bisschen zu geht das auch uns? Nein. Ah, ich habe was vergessen. Ich habe euch was vorenthalten. Vielleicht. Süßigkeiten. Nee, geh nicht Süßigkeiten. Die Schokolade, die ich gestern das machen wir noch.
Das machen wir noch, bevor ich aufklappe. Was ist das Gegenteil von Mut? Listangst. Angst. Listron. Der Wortmeldung. Angst. Angst, glaub. Angst, ne? Angst ist ziemlich genau im Gegenteil von Mut. Das ist voll gewesen. Da. Und wenn ich euch jetzt challenge und sage, bin ich voll dabei und das Gegenteil von Mut ist Leichtsinnigkeit. Würdet ihr da mitgehen oder würdet ihr da wohl? Du willst so mitgehen? Das, was ist das Gegenteil von Leichtsinnigkeit? Liebe. Starrheit, das also leichtsinnig ist ja, dass ich mein Verständnis ist so, dass ich an der Sache rangehe und dafür bin Angst. Und ich stehe es ja nicht. Hingebe, was da passiert, dass ich nicht darüber nachdenke, was jetzt mein Mann schon Konsequenz hat. Das ist für mich leichtsinnig. Aber ist das so true? Wenn du geschrieben hast, toll. Nur würde ich noch so anders definieren, dass ich für eine Sache einstehe, die in mir drin ist, um die nach außen zu tragen. Okay. Also wenn ich jetzt eine Sache erreichen will und ich sehe, da ist ein Widerstand da, dann der Sache mit mir in einem leichtsinnig. Das ist eine gute Frage, dann hängt es vielleicht später miteinander zusammen. Wenn du leichtsinnig Aufgänger sein, also dann wäre das Gegenteil auch vielleicht vorsichtig. Okay. Und das ist dann Gegenteil von Leichtsinn verantwortungsvoll, Verantwortungsübernahme. Gegenteil von Leichtsinn Verantwortung, was hat das gehört? Vorsichtig, aber es geht so. Könnte man so man zusammennehmen, ne? Also Verantwortung. Und man ist doch entweder mutig oder feige, das sind doch die beiden gegenüberstehenden wie ein Bramchen oder Fang. Jetzt untersuchen wir gerade noch. So ist ja die Definition, aber das sind wir ja alle. Sagen wir mal so, das ist jedenfalls das, was wir gewöhnt sind zu denken. Und da gibt es auch einen guten Grund, warum wir das gewöhnt sind, das zu denken. Also Menschheitsgeschichte, Kilster. Das Gegenteil von Mut ist Feigheit. Angst. Und ich habe jetzt mal vorgeschlagen, was wäre, wenn wir sagen würden, okay, das ist richtig. Aber es ist eben auch richtig zu sagen, das Gegenteil von Mut ist so eine Art, ich gucke gar nicht, was passieren könnte. Ich mache einfach los. Und ich habe es Leichtsinnigkeit genannt, ja. Also ich schätze das gar nicht ab, ob da jetzt was passieren könnte. Außer es ist sehr intuitiv. Ja, man hat los als Intuition und weiß, ich weiß nicht, was passiert, wie es sein wird, aber ich fühle in mir, es ist einfach mutig. Oder sehr zuversichtlich. Ich will es nicht so ganz mutig nennen, weil ich meine, wenn man einfach da ist und Dinge fühlt und Dinge nachgeht und entscheidet, dann. Also für mich ist das nicht mutig, sondern einfach nur, ja, eher mit Vertrauen. Mutig ist was Subjektives. Weil aus meiner Sicht ist das mutig, was mit dem anderen Leben normal ist. Oder der kann genauso Angst haben, ein paar kleine Matten vor der Go. Ja, also sehr subjekt, was mutig ist. Ja, an welcher Stelle ich mutig sein muss sozusagen, ist für mich ganz anders als für dich und so. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf den Segelboot steige, muss ich nicht sehr mutig sein, weil ich Erfahrung damit habe und es kann. Aber jemand anders, der es noch nie gemacht hat, der muss vielleicht sagen, okay, da brauche ich jetzt ein bisschen Mut, um das zu machen. Ja, also es ist bestimmt situativ unterschiedlich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dich ganz verstanden habe, aber ich glaube, du ergänzt die ich mit dem Kind meinte. du ergänzt auch nochmal in diese Richtung. Also es gibt da noch was anderes und das kann auch eine positive Qualität sein, weil ich eben was Neues zulasse. Ja, weil ich kann ja auch so zumachen, dass ich gar nie was Neues zulasse, wenn ich nie sage, die Intuition darf wirken. Ja. Es kann aber auch so sein, dass ich eben wirklich völlig leichtsinnig bin und gar nicht das beurteile, was könnte passieren, wenn ich jetzt dies und das mache. Ja, also wenn ich mit dem Boot rausgehe, gucke ich vorher, wie wird das Wetter? Wie ist der Wind? Und wenn der Wind gut ist, dann ist super. Aber wenn der Wind an der Obergrenze ist für mein mini kleines Boot, dann kann ich entweder mutig sein und sagen, okay, das ist noch im Rahmen, ich gehe.
Oder ich kann leichtsinnig sein und sagen, nee, okay, das ist eigentlich jenseits dessen, was mein Boot überhaupt kann, aber ich gehe trotzdem. Ja, und das war das, was ich versucht habe zu sagen mit der Leichtsinnigkeit. Welches Wort dafür jetzt geeignet ist, das ist, weil weiß ich auch nicht genau. Ja, aber ich habe versucht zu sagen, es gibt den Mut, es gibt die Angst oder die Feigheit und als Gegenteil des Mutes und es gibt auf der anderen Seite des Mutes etwas, wo ich auch sagen könnte, stimmt, das ist eigentlich das Gegenteil von Mut. Ja, so dass Mut eben nicht in einer Dualität dasteht, sondern als Mitte von zwei Extrempole. Ja, was ist das Gegenteil von Großzügigkeit? Ja, Geiz, genau, kommt drauf an, wenn man es jetzt mehr so im Denkerischen oder so nimmt oder im Menschlichen, dann würde man sagen Engstirnigkeit, ne? Weil ich bin großzügig in meinen Gedanken, ich kann eine andere Meinung auch gerne gelten lassen, die gilt auch. Wenn ich es mehr materiell sozusagen denke oder im Sinne von Geld oder so, dann wäre es bestimmt Geiz, ja, als Extrembeispiel. Kleinkarie. Das wäre wieder mehr im Sozialen dann, genau. Ne? Also großzügig, Geiz, und wenn ich jetzt aber sage, okay, verschwenderisch ist doch mindestens genauso ein Gegenteil von Großzügigkeit wie Geiz. Weil ich kann ja auch verschwenderisch sein, wenn ich nie darauf achte, was sind eigentlich meine Ressourcen, die ich habe, die ich überhaupt weggeben kann. Und ich gebe immer mehr weg, als ich eigentlich habe. Dann ist das auch nicht ausgewogen, auch nicht. Das wäre eher eine Steigerung als das Gegenteil, oder wie? Das wäre eher verschwenderisch, wäre dann eher eine Steigerung von großzügig als das Gegenteil, oder? Na, aber großzügig heißt ja, dass das, was ich gebe, dass ich so viel gebe und nicht wenig gebe. Und verschwenderisch heißt ja für mich, dass irgendwer mein Mitteln ist. Dass das, was ich erreichen möchte oder das, was ich antun möchte, übersteigt. Mhm. Und dass das, worauf es einfließt, dass es eigentlich zu viel ist. Dass man, wenn jetzt einen anderen Menschen oder so, dass er damit nicht umgehen kann. Ja, dann nehmen wir 5 Euro braucht, weil ich ihm 10 Euro wie jetzt. Ja, genau, dass er nicht damit umgehen kann. Oder ich eben tatsächlich mehr weggebe, als ich verkaufen kann, weil es bei mir gar nicht nachwächst, dann sozusagen. Ne? Aber du hast recht, du weißt sozusagen auf den nächsten anknüpfenden Gedanken, nämlich zu beobachten, es gibt diese Mitte, zum Beispiel den Mut, zum Beispiel die Großzügigkeit. Und in die eine Richtung macht es diese Geste, es wird immer enger. Ich bin geizig, ich halte fest. Und in die andere Richtung macht es diese Geste, ich gebe eben weg und immer mehr. Ja? Und daran zeigt sich eben, dass diese Großzügigkeit ist eben eine bewegliche Mitte, wo dann wieder das zum Tragen kommt, was wir gerade hatten. Es ist situativ unterschiedlich, was für mich großzügig ist und was für jemand anders großzügig ist, weil wir in unterschiedlichen Situationen leben, Sachen unterschiedlich bewerten. Also die Mitte ist immer irgendwie beweglich und der eine Pol macht so und der andere macht so. Diese zwei Pole sind vieles. Also es gibt dafür Fachbegriffe von Steiner, die ich jetzt gerne erstmal noch weglassen würde. Weil wenn man die jetzt nimmt, dann ist es sofort gleich so und so sozusagen. Aber diese Geste, die steckt da auf jeden Fall drin. Ja, also die, das eine macht so und das andere macht so. Ja, und ich weiß nicht, also meinetwegen Verkrampfung und Versprühen oder so, könnte man erstmal sagen. Und irgendwo dazwischen gibt es eine Mitte, wo tatsächlich dann die positiv wirksame Qualität liegt. Und wo die Mitte ist, hängt ganz individuell von uns ab und unserer Lebenserfahrung, Lebenssituation, unseren Stehen im Leben, wir ruhen in uns selber und von der gesellschaftlichen Situation. Also wenn wir, ja, also für der gesellschaftlichen Situation, die spielt dann auch noch rein. Das ist keine Mitte. Weil wenn wir unterschiedlich sind, dann ist, wie gesagt, auffüllen ist immer was und austauschen und gehen und weh. Das gibt es da keine Mitte überhaupt nicht. Das ist das einfach nur. Irgendwas ist irgendwo weniger, da kommt es mehr, aber nicht so in dieser Mitte quasi Qualität, sondern irgendwie so Flussaustausch. Also nicht so standhaft, sondern beweglich halt quasi, was man auch nicht so fassen eigentlich kann. Also ich würde das schwedische Mitte zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo sie gesprochen haben, so
schwer Mitte bezeichnen, weil Mitte irgendwie hat schon mindestens ein Bild bekommen. Ist irgendwas, was da ist immer, dieser Nullpunkt. Aber ich glaube, in dem menschlichen Leben, das Ding einfach nicht. Den kann es im Weißen, den diese quasi Mitte, diesen Nullpunkt, wo du weißt, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Aber ich glaube nicht, menschliche Erfahrung dabei. Ja, aber es wird nur vielleicht ein Ballon. Heißt, ja, so wie ich gewinne. Ja, aber dafür musst du balancieren. Du musst. Ich bin damit wieder mit. Wo du gewinnst, zwölf Stunden. Ich kriege weh. Sehr wie bei gesunder Krankheit, das ist ja kein erster Zustand. Also, du bist ja immer so riesen, wie du. Du bist ein Krankheit, bist du ein Nachrichter, bei dir ist zu sein, ist ein Jesus, aber es gibt so lange, ein really long day, so ein Weg. Vielleicht ist die Mitte einfach das Sterben, das ist. Das stimmt. Wenn wir alle mittig werden, würden die Lautschen schon immer leben müssen. Es gibt live. Und vielleicht würden wir immer noch auf dieser Ebene leben wollen. Das auch. Genau. Ich glaube, also, die Veränderung, den Mittelpunkt wiederholt. Aber diese Mittelpunkt gibt es, aber wir werden auch das gut. Aber wenn der überall ist, dann ist er auch nirgendwo. Also es gibt den eigentlich gar nichts. Und wenn man sagt, das bin ich ja auch. Ja. Es gibt die Übergang zwischen Einatmen und Ausatmen. Es sind die Truths. Ja, und wenn man aufhört, stirbt als Mensch vor Kitchen. Wenn du nicht mehr atmest, geht er wohl. Das heißt, du lässt dich nicht. Du bist kein Mensch. Also, was du, oder was ich höre, was du sozusagen nochmal betonst, ist zu sagen, wir können die Mitte nicht fixieren. Also, in dem Moment, wo wir sie fixieren, haben wir eben diese Geste gemacht. Ja? Irgendwie gibt es eben Mitte trotzdem, aber beweglich. Ja, haben wir ja auch versucht zu sagen, es ist unterschiedlich, es ist situativ. Was für uns jetzt eigentlich so interessant ist, finde ich, dass wir jetzt wirklich eingesprungen sind in dieses Element, wo ich sage, da ist ausschließlich das erste Prinzip sinnvoll, das der Einsicht. Ja, jeder von uns ist jetzt an irgendeiner Stelle mit dieser Frage beschäftigt und sagt für sich, also zum Beispiel, es gibt gar keine Mitte, weil dann wären wir nicht mehr auf der Erde. Ja? Oder wie auch immer man jetzt im Moment selber das gerade auffasst und versteht, wir sind so ein Stück weit in diesen Prozess gegangen, wo dieses Motiv der Einsicht das einzig Brauchbare ist. Weil wir können darüber keinen Konsens finden. Wir können jetzt nicht sagen, ja, wir einigen uns mal irgendwie, wir können uns über Worte einigen. Ja, wie wollen wir bestimmte Worte verwenden? Aber wir können uns nicht über das Verständnis an sich einen Konsens bilden. Und wir können auch nicht, schon gar nicht, über das Verständnis an sich eine Abstimmung machen und sagen, ja, die Mehrheit findet eben, es gibt aber eine Mitte, also gibt es jetzt auch eine Mitte und das muss für jeden gelten. Ja? Sondern allein die Einsicht, wo meine eigene Initiative, mein eigenes innerlich Bewegtsein dann dazu führt, dass ich mich mit dieser Einsicht, dass ich die bilden kann, wie ich eben bilde. Ja? Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, ich glaube, es steht und fällt alles mit der Frage, wie wollen wir uns selber als Mensch verstehen? Wie will ich mich selber als Mensch verstehen? Und ein Lieblingsgedanke davon, wie ich mich am liebsten verstehe, ist eben dieses, ich bin ein Wesen der Balance. Das, wo es immer darauf ankommt, und ich kann hinfallen, aber ich darf auch wieder aufstehen. Und ich kann rechts vom Seil fallen, und ich kann links vom Seil fallen oder vom Pferd, was auch immer. Und ich darf wieder hochklettern und ich darf wieder weiter balancieren. Ja? Und das, manchmal ist es sogar ein bisschen besser, wenn ich in die Richtung gehe. Und manchmal ist es besser, wenn ich in die Richtung gehe. Weil es eben überhaupt nicht festgeschrieben ist. Aber es ist ein Balancier. Nicht der Balance. Es ist ein Balancier, ja, genau. Was übrigens dann heißt, es muss jemand geben, der balanciert. Ist es ein Stehen oder ist es ein Verstehen? Ja, genau. Also wir könnten da jetzt in die Breite gehen. Machen wir vielleicht auch gleich. Also sehen wir gleich, worauf ihr noch Lust habt oder ob ihr sagt, es reicht auch oder so. So mir jetzt gerade eingefallen, als ich das ja aufklappen wollte, weil das wollte ich eigentlich als allererstes Motiv genannt haben. Der Mensch als der Balancierende. Die Frage, wie will ich mich eigentlich verstehen? Ja, oder sage ich, nö, warum? Ich komme doch genetisch bestimmt auf die Erde und es hat ein Programm, das läuft ab und dann treffe ich irgendwen, der ist mir sympathisch und natürlich reagiere ich dann sympathisch und treffe ich jemanden, der ist mir unsympathisch und natürlich staut sich den dann an. Also wie will ich mich selber verstehen als Mensch? Das ist aus meiner Sicht wirklich die andere Frage, wo es so wunderbar wäre, wenn wir da also erstens selber vielleicht uns
öfters diese Frage stellen und zweitens auch den Austausch darüber pflegen. Dann habe ich jetzt einfach versucht, was ich so versucht habe zu äußern, hier mal so aufzuschreiben, dass es praktisch als Stichworte präsent ist. Ich gehe es vielleicht aber ganz gut durch. In dem ersten Bereich eben dieses Motiv der Einsicht, die Situation, die wir gerade hatten, wo wir was bewegen, wo es aber darauf ankommt, wer jetzt gerade nicht mitgemacht hat bei der Bewegung, der hat eben nicht mitgemacht. Ist ja seines Meier. Aber wenn jetzt bewegen, bewegt sich das auch nicht, was braucht ist. Auch wenn jemand denkt, er ist still, oder das heißt, ich bin. Es gab ganz vor vielen Jahren einen Philosoph, der hat gesagt, alles ist Fluss. Und was er gesagt hat, gilt immer noch. Es gilt auch anderes, aber das geht auch. Was eben sinnvoll ist im Bereich der Kunst, der Wissenschaft und der Religion, weil das sind die Bereiche, die ich als Individualität durchdringen kann und ergreifen kann oder auch lassen kann, wenn ich will. Es gibt das Prinzip der Abstimmung, was dann gilt in allem, was eben unsere gemeinsame Gesetzgebung betrifft, die sich immer auf Eventualität, also auf Möglichkeiten bezieht, dass etwas sein könnte oder eben vielleicht auch nicht ist. Und dieses Prinzip des Konsenses, da wo es darum geht, dass wirklich Dinge hervorgebracht werden für Menschen, die sie brauchen. Und nicht Dinge hervorgebracht werden, dann macht man eine Werbung dazu und dann gibt es plötzlich Menschen, die glauben, sie brauchen das. Ist das, das eine das Gesetz und das andere die Regeln? Das meinst du jetzt? Flexible Regeln? Okay. Das meinst du jetzt? Ja. Hier wäre dann der Vertrag das Sinnvolle. Ja, also dass wir eben tatsächlich einen Vertrag als Assoziation, jetzt zum Beispiel eine solidarische Landwirtschaft, Verträge darüber abschließen, was brauche ich, um über den Winter zu kommen mit dem Gemüse. Und der Landwirt auch sagt, okay, das kann ich leisten. Oder er sagt, mit unseren Mitteln, die wir bis jetzt haben, der Fruchtbarkeit unseres Bodens, die wir noch nicht unterstützen konnten durch Kompostwirtschaft, schaffen wir nur das und das. Und wir müssen uns darüber verständigen, wie wir damit dann zusammen über den Winter kommen oder von wo aus wir dazu kaufen können, dazu erwerben können. Also hier ist es die Erkenntnis oder die Kreation, das Gesetz und der Vertrag. Und der Vertrag bezieht sich immer auf die konkrete Erfüllung, auf eine Leistung und eine Gegenleistung. Und da gibt es in der Regel dann eben jemand, der vermittelt. Manchmal tut man das dann selber, weil man eben nur als Produzent und Konsument spricht, aber der Vermittlungsprozess findet trotzdem statt. Oder es ist tatsächlich so, es gibt jemand, der dann die Moderation, die Mediation macht oder heutzutage eben den Handel dann. Okay, noch einen Schritt weiter weg könnte man jetzt eben sagen, das ist eben alles geistiges Leben, was wir als geistige Wesen suchen und anstreben, machen auf der Erde. Das ist Verständigung zwischen uns, das ist Rechtsleben. Und das ist dann das Wirtschaftsleben, also da, wo wir dafür sorgen, dass die materielle Grundlage auf der Erde gegeben ist, dass wir sie schaffen, dass wir sie untereinander vermitteln, sodass wir uns gegenseitig helfen, gut auf der Erde leben zu können. Weil es bestimmt gemeinsam immer leichter geht, als wenn ich jetzt sage, nee, ich bin halt der Einzige, der jetzt da ist und ich versorge mich alleine. Dann kann ich niemals in dem Wohlstand leben, wie ich leben kann, wenn ich sage, meine Qualität ist jetzt eben Gärtner zu können und das trage ich in die Gemeinschaft und dabei kommt viel mehr zustande, als ich selber aufessen kann und ich gebe das gerne weg und ich weiß, dass es da jemand gibt, der gute Hose nähen kann und die hätte ich dann aber auch gerne, weil sonst ist es auch ein bisschen doof. Genau, also so viel mal nochmal als Überblick und jetzt können wir aber nochmal gucken, was an Fragen oder die Garten sind es vielleicht. Das ist, wie wir kommen, was man ja. Sinn des Beschaubes. Der Hintergrund ist die Idee der sozialen Dreigliederung zu bewegen zusammen und zu versuchen zu verstehen, was Steiner mit dieser Idee eigentlich in die Welt gebracht hat, was jetzt ziemlich genau 100 Jahre her ist. Und er setzt tatsächlich da an, oder ich hatte ihm angeboten, diesen Workshop zu machen, um diese Idee zu vermitteln, weil ich sie sehr fruchtbar finde. Und ich finde die Kernfrage für uns eben, wir müssen herauskommen, was ich oft sehr stark erlebe,
aus dem Gegen etwas sein und dagegen sein, dass jetzt alles so ungünstig ist, wie es ist. Natürlich, es ist tatsächlich so, aber wir kommen da nie raus, wenn wir nicht positive Bilder entwerfen. Und aus meiner Sicht ist es einfach ein Versuch, ein differenziertes, positives Bild zu entwerfen und nicht zu sagen, zum Beispiel jetzt völlig aus der Luft gegriffen, nur das Geldsystem, wenn wir das ändern, dann sind alle Probleme gelöst. Oder nur direkte Demokratie, dann haben wir keine Probleme mehr, weil dann stimmen wir alle gemeinsam immer über alles ab. Das ist, glaube ich, wirklich ein Irrtum. Denn es gibt Bereiche, da ist das Abstimmen absolut sinnvoll. Und zwar umso besser, je mehr das gewährleistet ist, dass tatsächlich jeder eine Stimme hat. Also es eine wirkliche Abstimmung ist. Aber es gibt eben Bereiche, zwei andere Bereiche, wo das Abstimmungsprinzip gar nicht fruchtbar sein kann. Es kann in wissenschaftlichen Fragen nicht fruchtbar sein, es kann in kreativen Fragen nicht fruchtbar sein und es kann in wirtschaftlichen Fragen auch einfach nicht fruchtbar sein. Weil wir da erst zu einem gemeinsamen Urteil uns durchringen müssen, dadurch, dass jeder das reinträgt, was er reintragen kann. Entweder eben als jemand, der was braucht. Also ich brauche morgens mein Brötchen, ich möchte das gerne haben. Am liebsten sogar jeden Morgen ein Croissant mit Schokolade. Und es gibt jemand anders, der die Fähigkeit hat, das auch hervorzubringen. Und dann müssen wir den Konsens finden. Und vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir sagen können, ja, okay, jeden Sonntag, das kriege ich hin, da kriegst du dein Croissant. Aber dazwischen, die anderen 6 Tage, gibt es einfach nur Brot. Es wird gutes Brot geben, aber jeden Tag Croissant ist mit unseren Ressourcen nicht drin, beziehungsweise nicht sinnvoll, weil wir gemeinsam merken, okay, es ist auch wichtig, dass irgendwas anderes stattfindet. Und das Croissant ist toll, aber eben nicht das Maß aller Dinge. Auch so krass verteilt, wo ich so geil voraussetzen, dass wir Menschen alle erwachsen werden und die Erwachsenen sind okay. Also wir wissen, was unsere Fähigkeiten sind, dass wir Verantwortung übernehmen dafür, was wir tun, wie wir handeln, dass wir auch Angebote machen, was von Books aus tun und indem wir unsere Grenzen auch anerkennen, so wie sie sagen, für 6 Tage kann ich das anbieten, einen Tag das, dass keiner sich zur Überforderung fühlt. Ja, ganz schön gute Aufgabe. Das klingt gut. Aber ich glaube, was du, ich weiß nicht, ob Steiner davon erzählt hat, also ich kenne nur ganz deinen eigenen Profil, von diesem halt tatsächlich diese Anteile in uns zu teilen und annehmen und anerkennen und transformieren können, letztendlich. Ansonsten bleiben hier verletzte Kinder, die sich ständig um irgendwas zu schreiben. Man ist in der Welt so eigentlich hauptsächlich das, ne? Keiner will wirklich die Verantwortung übernehmen, vor allem für eigenes Handeln oder Sagen oder was auch immer Entscheidungen, sondern hier fordert er die Welt. Was man sieht hier davor, und ich fordere das von dir, egal ob du es nicht geben kannst oder nicht, ne? Es wird als Fordern dahingestellt und du es erfüllt mehr oder durch ihn. Entsteht ja so viel Hausarbeit, was wir halt auch haben. Ne? Dass eigentlich da kein richtiges Miteinander ist, weil wir ganz sehr noch in dem tierischen Schmerz leben. Ja, weil der immer alles noch rausgeht. Weil der Kunde. Der Konsens wird ja nicht in dem, weil wir haben vielleicht in der Familie, wenn man da wegkehrt, in seiner Frau, dass man sagt, dass wir wollen in den Urlaub fahren. Aber sonst ist es ja, kannst du in einem Leben existieren, bis du erst mal. Ich kann mich nicht verlangen lassen, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass Deutschland bei der Konsens entsteht. Muss man in der Gemeinschaft haben, in seinem Stadtbezirk, wo man wohnt, dass man sagt, was er bei gar. Und das wird ja für alle, wie man merkt auch, also ich merke das und vielleicht auch, dass sie verhandelt, dass diese Zeit, die wir jetzt haben mit Corona, dass war und dass sie manche Leute klein gemacht hat und sie dann später dadurch stärker geworden sind, weil wir erstmal auf uns projiziert wurden. Das ist ja ein Prozess der Stadtbildung, den gab es ja schon immer, dass ein Konsens, hier gab es im Kontinent, in Nordamerika, das Wahnsinn, kann man sich ja nicht vorstellen, wenn man sich in den Gen da ein bisschen mit beschäftigt und so. Der Mann, was Konsens hat. Wie wir entschieden haben, in Demokratie, ja, keine Polizei. Ich glaube, diese philosophische Selbsterkenntnis, das war selbst in Englisch, die läuft parallel sowieso bei allen.
Also, dass wir uns auf den Selbstbesitz da zu einem jeder Behältnis wie uns Polis mitlag von jeder Gesellschaft zu machen. Beziehungsweise ist das ja immer, wenn wir jetzt finden, dass es ja dann wieder die einzige Jahr in der. Genau. Aber auch, was ich als Crosser sehe, was ganz viel dann hängt, das ist halt die Manipulation. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein kleines Kind. Ich darf an mir sehr viel sehen und beobachten, die ganzen Regeln oder das ab außen erwartete, was auch immer. Das kommt halt ganz viel, ja, auch bei ganz vielen Menschen. Denn wir haben, glaube ich, einfach verlernt, auch ganz oft unsere eigene gelernte Manipulation zu bekennen. Ja, also, das heißt, wenn ich sage jetzt, meine Intention ist so und so, dann darf ich mich eigentlich immer fragen, was ist wirklich deine Intention? Ja, ich merke, dass zum Beispiel im Anlassen von deinem Kindern, dass das so einfach beachtet worden wird, auch bei lieben Menschen, die wirklich wissen wollen. Aber bezeichnen Dinge manchmal als gut Ort, aus dem Bedürfnis heraus, was der denn ist, und nicht wirklich was gebraucht auch wird, zum Beispiel in der Situation für das Kind. Und ganz oft darf ich schon nicht als Mama quasi als Schützende, ne, so da hinstellen und sagen: Beobachten Sie erstmal das Kind. Sehen Sie, was das Kind überhaupt ist. Erkennen Sie es, wie es funktioniert, was es mag, was es nicht mag. Wenn es zu Kindern kommt und sie ja, beim Anzeichen genannt und den Hand nicht oder so, voll weh. Ne? Weil das halt quasi auf unser Inneres ist, was sagt: Es ist okay. Aber ganz viele erwachsene Menschen kann das wollen sehen. Und wir sind eher von diesen Bedürftigen geprägt, ne? Diesen Halsziel. Oder halt zu viel geben, weil wir eigentlich, naja, uns nicht vollkommen aufbringen. Oder nicht so dieses Gefühl haben, ne? Dass ich da einfach hier sein würde, das ist okay. Ne? Und aus dem Punkt heraus, und diese Schleife vor mir selbst haben, dieses Balancieren machen mit dem Ganzen, mit den Menschen und so weiter. Oder? Also aus dieser quasi Mitte, die ich bin, aber die sich auch ständig mitbewegt, ne? Also reagiert und ruft, ist agiert und so weiter. Aber ich sehe das tatsächlich so eine Welt sehr schwierig zur Zeit, weil wir zwar sagen, wir beschäftigen uns mit uns selbst, aber immer wieder in die Falle wieder reinfallen, was wünsche ich mir denn alles, aber gucken nicht, wo bin ich denn gerade? Das heißt, ich frage mich tatsächlich so, was ich wirklich brauche, um irgendwo hinzukommen, sondern manchmal in dieser auch spirituellen Szene, irgendwo wird es ja nur gute Gedanken und dies und das, ja, das ist alles wichtig. Es ist eben wichtig, an das Gute zu glauben, weil ich muss ja auch meinen Anker total und eine gute Richtung und die durch. Aber halt, erstmal muss ich mir alles das quasi dunkle oder das Böse auf mir anschauen, damit ich weiß, da ist Kraft und da darf ich dran arbeiten und das muss ich auch zugeben können. Ja. Und ja, ja, ich würde gern mit Blick auf die Zeit, weil der Minister hier rein wollte, jetzt ein Abschlusswort sagen und wer dann auch noch ein Abschlusswort sagen will, darf es gerne tun. Ansonsten können wir auch so draußen noch weitersprechen in jeder Zeit. Eben aufgreifen, was du jetzt gesagt hast: diese Aussage, wir sind so und so. Kann man auf der einen Seite sagen, ja, es stimmt, weil wir kommen ja aus sozusagen einem gemeinsamen Kulturkreis, wo wir fast alle durch eine Staatsschule gegangen sind. Und wer nicht durch die Staatsschule gegangen ist, ist ja die absolute Ausnahme. Ja. Und so weiter. Aber dieses wir sind so und so ist ja auch eine Verallgemeinerung. Ja. Das ist schon mal was dagegen, quasi zu sagen, ich und andere. Lass mich einfach kurz ausreden, es ist überhaupt keine Korrektur oder irgendwas. Es ist nur ein Versuch, nochmal genau das, was du auch gemacht hast, nämlich diesen Gedanken des Gleichgewichtes sozusagen zum Schluss einfach reinzustellen und zu sagen, letzten Endes steht es und fällt es eben mit der Frage, wie will ich mich verstehen? Und mache ich mich auf den Weg, mich selbst zu verstehen, oder bin ich irgendwie damit zufrieden, dass ich sage, ich bin halt so, wie ich bin? Und wenn ich jetzt mal schlecht gelaunt bin, dann muss der andere halt damit leben, dass ich schlecht gelaunt bin und dann kriegt er das ab. Oder wenn ich eben das Bedürfnis habe, das Kind zu tätscheln, dann muss das Kind das eben ertragen. Und das ist doch toll, wenn man geliebt gehabt wird. Aber eigentlich geht es mir darum, dass ich geliebt werde. Ja.
Also es ist alles so eine wahnsinnige Frage des Gleichgewichtes und es ist immer wieder die Frage, welche Schritte bin ich selber bereit zu machen, welchen Mut zu haben, welche Ehrlichkeit mir selber gegenüber zu haben und letzten Endes immer wieder in der Bewegung der Begegnung mit der Welt, mit mir selber, das Gleichgewicht zu suchen, Fehler zu machen, mich auch zu entschuldigen, nicht nur bei den anderen, auch bei mir selber, uns wieder aufs Seil zu steigen und zu sagen, ich nehme die Herausforderung an, ich balanciere weiter. Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Motiv ist. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich hoffe, es war ein bisschen Anregung. Wünsche es euch jedenfalls. wenn ihr mich hier irgendwo trefft auf dem Gelände, könnt ihr mich sehr gerne einfach mal ansprechen oder jetzt, wenn ihr gleich weiter sprechen wollt, weil es ist für mich wirklich ein Herzensanliegen. Zum einen eben selber zu suchen, immer wieder neu, wie will ich mich verstehen und auch so im Gespräch zu sein und dann aus dem heraus eben auch zu fragen, wie wollen wir eigentlich unsere Welt gestalten? Weil das, was ist, ist das, was wir gestalten. Und ich glaube, es liegt eben an mir und an jedem, was er macht und was er auf einen Teil. Gut. Thank you.